ja, Herr Gedda, vor 7 Jahren, Sie sangen schon 30 Jahre lang, da sagte ein Kritiker, trotz 30 Jahren König der Tenöre, keinerlei stimmlichen Verschleißerscheinungen. Nach 30 Jahren singen. Ja. Halb Russe, halb Schwede, ja. Auch ein paar Jahre in Deutschland bis 34 in Leipzig, glaube ich, nicht? Stimmt, ja. Wo Ihr Herr Vater Kantor war. Genau, ja. Russische Kirche, ja. Russisch-orthodoxen Kirche. Ja. Und dann 34, glaube ich, sind Sie dann nach Schweden. Das stimmt, ja. Ja. Wurden Bankangestellter. War ich auch, ja. Und haben Musik studiert. Ich habe Musik studiert, ja. Und ein berühmter Lehrer, der auch Herr Oehmann, glaube ich. Ja, Karl-Martin Oehmann, das war mein erster Lehrer. Der auch Jussi Björling unterrichtet hat. Ja, hat er auch, ja. Und dann, ja, geschah es, man glaubt es gar nicht. Ich glaube, es war schon am 9. April 1951. Ja, 8. April. 8. April, 8. Entschuldigung. April, ja. Lexikon falsch. Da kam der Chapelou. Chapelou von, also von dieser Opera-Comik von Adam, Adolphe Adam, der Postillon von Longjumeau. Jawohl, und eigentlich von dem Abend an waren Sie weltberühmt. Ja, darf ich erzählen, wie, wie das dazu gekommen ist? Gerne. Also, das war schon im Konservatorium. Mein Lehrer, Kurt Bendix, kam zu mir eines Morgens, ich kam zur Stunde, sollte etwas einstudieren, und da sagte er, Herr Gedda, sagt er, bitte singen Sie bitte diesen Ton an. Und er spielt mit einem Finger an, schlägt an einen Ton. Da! Aha. Und ich singe, er sagt, singen Sie ihn bitte. Und das war ein hohes D, nicht wahr? Er wollte wissen, ob ich den Ton in der Kehle habe. Und danach kam er, ich sagte nichts zuerst, aber danach kam dann diese Überraschung. Also Herr Gedda, wir geben Ihnen diese Chance, in einer so einer Oper Ihr Debüt zu machen. Und das war 8. April. Ja, das war ein Wunder. Wenn ich daran denke. Also. Dann kam 53, das erzählen wir später, denn eins, meine Damen und Herren, wir haben heute die 20. Sendung Da Capo. Und das ist ja ein kleines Festival. Gratuliere. Ja, aber wir freuen uns, denn Sie tun uns, Sie machen uns die Freude, dass was ganz selten hier geschieht, dass Sie live uns etwas singen. Ja. Jetzt, und zwar von Richard Strauss. Zueignung. Die Zueignung. Jawohl. Bitte schön. Dankeschön. Wir freuen uns sehr. Haben. Ja, jetzt jubeln und applaudieren in Österreich, in überall, wo Dreisat ausgestrahlt wird. Gratulieren Ihnen und danken Ihnen. Dankeschön, Herr Kammersinger. Ja, das war eine Zueignung. Es war auch eine Zuneigung. Ja, das hieß einmal so im Radio, habe ich gehört. Ja. Angesagt. Nein, es war auch von Ihnen eine Zueignung für Ihre Vorbilder. Ihre Vorbilder waren so Caruso, Gilgi. Ja, eigentlich. Eigentlich der allererste, den ich wirklich geliebt habe, war Richard Tauber. Ach, ganz ehrlich. Ja. Ich hatte diesen Klang so gern. Also ein bisschen Knödel war es nicht, aber ich habe, hat er nicht gehabt. Nein. Aber dieser Klang war für mich das Ideal. Und dann auch die deutschen Tenöre, diejenigen, die
die Operette gesungen haben. Operette war meine erste große Liebe. Dann kam später die Oper, die italienische Oper, der Gigli zuerst. Gigli. Ja. Meine allererste Platte war diese Arie aus Perlenfischer. Perlenfischer. Ja, von Gigli, italienisch gesungen. Und dann kam Skipa. Skipa. Und dann später kamen die ganz Alten, der Caruso und so weiter. Da Sie gerade Platte sagen, diese Zueignung und Zuneigung gehört ja auch an Walter Legge, der doch eigentlich Sie für die Schallplatte entdeckt hat. Ist das richtig? Er hat mich entdeckt, ja. Das war auch ein Wunder. Nach diesem Debüt, kurz nach dem Debüt. Nach dem Debüt? Ja, kommt er nach Schweden. Seine Frau, Elisabeth Schwarzkopf, hat gerade ihre Gastspiele gemacht an der Königlichen Oper zu Stockholm. Ja. Und da kam er auch und wollte junge schwedische Sänger hören. Ja. Und der Dirigent damals war Isai Dobroven, der während des Krieges bei uns sehr schöne, viele schöne Inszenierungen gemacht hat von russischen Opern. Und die haben mich gehört und auf einmal hat er mich engagiert. Herrlich. Und das war also für eine allererste, glaube ich, außerhalb Russland, die allererste Langspielplatte. Platte, also Aufnahme von Boris Godunov. Und Karajan hat sie aber auch bald gehört, nicht? Dann hat der Walter Legge von mir gesprochen. Ja. Und so denselben Herbst habe ich mit Karajan gesungen schon. Das war eine Bachmesse oder was? Das war zuerst ein ganz schweres Werk, das ich fast nicht lernen konnte. Damals, ich war wirklich sehr jung. Es hieß der Ödipus Rex. Ödipus Rex. Aber dann kam 1953 schon die Scala. Ja. Dann kam die Met 57, genau, glaube ich. Ja, ja. Ja, und dann können wir es nicht mehr alles aufzählen, nee, was das, dann das, kam. Das ist ja, so viel. Wir haben nur eine Stunde Zeit heute Abend. Ja. Aber dann kam etwas, und das möchte ich gerne ganz besonders herausheben. Sie waren an der Metropolitan und dann begannen Sie doch noch einmal zu lernen. Und Sie haben über 10 Jahre, wenn nicht sogar 15 Jahre lang, immer wieder Unterricht genommen. Ist das richtig bei Frau Novikova? Das ist ganz richtig, ja. Das war also der Dirigent, zwei Leute, Freunde, haben von ihr mit mir gesprochen und sie mir vorgestellt. Ja. Der erste war Igor Markewitsch, der Dirigent, ein großer Freund von ihr. Und der zweite war mein lieber Kollege, verstorbene, leider viel zu früh, George London. Und was war er hat bei ihr Stunden genommen. Er war ihr großer Star. Paola. Donna Paola Novikova, ja. Bei ihr waren auch Irmgard Seefried. Ja. George London und mehrere andere. Aber was war das Besondere? Was haben Sie gelernt dort? Ja, ich habe, sie hat mir gegeben sehr interessante und für mich sehr notwendige Einzelheiten der alten italienischen Schule. Sie behauptete selbst, dass sie die einzige Schülerin von dem großen Mattia Battistini war. Das war der große Bariton. Ja. Nicht wahr? Man hat ihr nicht geglaubt, aber ich glaube daran. Was sie mir gegeben hat, also von Atemtechnik, von Benutzung von allen unseren Resonanzen, die wir Sänger benutzen müssen, der Maske und Brustkorb und Stütze und alles, das war unerhört. Und ich habe mich dann entwickelt. Nicht wahr? Beide meine Lehrer sind fast zu gleicher Zeit gestorben. Der Oehlmann 68 und die Frau Novikova schon früher, 67. Aber ich habe mit dieser soliden Basis konnte ich weiterarbeiten. Aber sie ist mit Ihnen die Partituren durchgegangen, denn Sie haben einmal gesagt, Sie wollten immer nur das singen, was in der Partitur steht. Ja, was im Klavierauszug steht. Ja, das war sehr, sehr wichtig. Und also der Oehlmann war für mich enorm wichtig. Er hat meine Stimme entwickelt, er gab mir die Stütze. Ja. Nicht wahr? Und er gab mir auch, er war sehr, sehr streng mit der Diktion. Ich war die Diktion. Und ich glaube, damit wird heutzutage so ein bisschen durch die Finger gesehen. Aber das habe ich wirklich gründlich gelernt. Diktion. Und die Novikova hat dann das weiter, bei ihr habe ich das alles entwickelt. Nicht wahr? Und auch
jede Partie, die ich dann neu gesungen habe an der Met, zum Beispiel die Hoffmanns Erzählungen, habe ich jeden Takt mit ihr bearbeitet. Wunderbar. Und ist es diese Technik, die Sie gelernt haben und immer wieder betrieben haben, die Sie so lange haben durchhalten lassen? Ich muss sagen, ja, es funktioniert bei mir und ich glaube, es ist was Richtiges dabei. Welche Rollen hätten Sie nicht singen sollen in Ihrer großen Karriere? Oh ja. Welche nicht? Nicht viele, aber doch einige. Zum Beispiel ein sehr bekanntes Werk für Sie, Herr Professor, Lohengrin. Ja, aber das haben Sie gesungen. Was Sie nicht gesungen haben. Arnoldo. Arnoldo habe ich gesungen. Aber also Sie haben einmal gesagt, es gäbe ein paar Sünden in Ihrem Leben, genau, die Sie nicht hätten singen sollen. Ja, genau. Das ist zum Beispiel. Das wäre Arnoldo. Arnoldo. Ja. Und Arrigo in Sizilianische Vesper. Und in der Pik Dam gibt es auch so einen. Das ist gar nicht für mich. Nein. Aber ich habe das, glaube ich, ziemlich klug gemacht. Ich habe sie nur 7 oder 8 Mal gesungen, den Lohengrin nur 3 Mal und dann nicht mehr. Warum haben Sie denn nicht in Bayreuth gesungen? Sie hatten doch einen Vertrag. Ja, das ist eine lange Geschichte. Können Sie? Ich hatte keinen Vertrag. Keinen Vertrag? Nein, ich habe nur. Nein, den sowas mache ich nie, dass ich dann im letzten Mal. Nein, man hat mir versprochen, immer 2 Tage zwischen den Vorstellungen, nicht wahr? Ja. Und als ich den Vertrag bekomme. Ja. Und da war es schon fast klar, nicht wahr, dass ich komme. Der Mann hat mich schon plakatiert. Angekündigt. Aber ich schreibe dann einen Brief an Herrn Professor Wagner und sage ich ihm, also so kann ich es nicht machen. Mehr Ruhezeit. Weil ich eine lyrische Stimme bin. Ich muss nachher, was ich nachher mache, muss ich daran auch denken. Und das war ja damals ein Degrieux. Kennen Sie? Ja, also Manon von Massenet. Habe ich nie gesungen. Von Puccini nicht. Das ist nicht meine Sache. Aber der französische Degrieux ist eine ganz lyrische Sache. Kann man mit einer schweren Stimme nicht singen. Ich habe die, nicht traurig, aber die schwere Erfahrung gemacht mit dem Lohengrin. Als ich ihn 3 Mal und an Ei studiert und 3 Mal gesungen habe, ich musste sofort nachher, einen Belmonte aufnehmen mit Maestro Krips. Ich freute mich so daran, ich hatte Schwierigkeiten dabei. Lieber Herr Gedder, es geht Wagner und Mozart geht nicht zusammen. Ich hoffe, dass heute Abend einige Sänger, die ich nicht benenne, zuhören und dass die sich das ins Stammbuch schreiben, was Sie gerade gesagt haben. Ja, wissen Sie, heutzutage ist das schwierig. Sie haben ungefähr 70 Rollen im Repertoire. Wie viele Sprachen sprechen Sie, Herr Gedder? Sechs sprechen. Aber was wir gerne hören möchten, ist jetzt aus diesem riesengroßen Repertoire Così fan tutte un'aura amorosa. Un'aura amorosa.
Sehr schön, sehr schön. Zur Interpretation. Sie haben einmal über sich selbst gesagt, ich war keine schauspielerische Persönlichkeit. Ich musste mir alles erarbeiten. Ja, ich war enorm schüchtern. Ja. Besonders bei den Proben da, ich denke noch daran ziemlich oft, wie es peinlich für mich war, bei den Proben von Postillon, nicht wahr? Ja. Wo die Kollegen da saßen, nicht wahr? Und dann spielen und agieren und so. Ich habe furchtbar kämpfen müssen. Ja. Und ich dachte, ich bin ja lächerlich. Und auch die ersten Sachen mit Karajan, enorm, also furchtbar. Also wirklich ein Kampf war das. Aber Sänger sollen sein wie Schauspieler, haben Sie gesagt. Nur nicht gegen die Musik. Nein, genau, nicht gegen die Musik. Aber Schauspiel ist schon richtig. Und ich musste auch Stunden nehmen. Ja, aber wenn Sie zum Beispiel einen Lenski anlegt, meistens wird doch der Lenski so lamoyant gespielt. Ich wollte gerade darüber sprechen. Ich habe den Lenski, als ich das erste Mal ihn gesungen habe, leider in Englisch war das, in den 60er Jahren an der Met, habe ich die Partie mit einer älteren russischen Schauspielerin gearbeitet. Ja. Und beim Ottavio fiel mir auch auf, Ihre Auffassung ist viel männlicher als wie dieser Waisenknabe, der da so oft... Na ja, Gott, das ist doch klar. Das ist nicht klar. Ich habe ganz andere Auffassung. Ich meine, manchmal stellen einem die Komponisten ja auch Schwierigkeiten, wenn ich daran denke, dass der Cavaradossi, die erste Arie, soll doch im Piano gesungen werden, nicht? Ja. Kann man das überhaupt? Es geht ja nicht, weil erstens ist es so daran gewohnt, dass es volle Stimme, weil das Publikum will ja auch die Stimme hören. Es kann ja gefährlich sein, auch wie es auf der Bühne ist, nicht wahr? Ja. Meistens steht er irgendwo hinten da auf einer Treppe und malt da diese Sache, nicht wahr? Dann hat man Angst, dass man markiert vielleicht, nicht wahr? Man muss es aussingen. Es ist ja relativ, nicht wahr? Ja. Alle diese Nuancen sind relativ. Bei ein Puccini-Piano, Pianissimo, ist nicht wie ein Mozart-Piano. Ja, und Verdi verlangt im Requiem, glaube ich, sechsfaches Piano. Sechsfaches Piano, ja, oder fünffaches auf jeden Fall. Piano. Es ist kaum hörbar. Ja. Aber weil, ich kenne auch die Geschichte, er war so wütend, dass alle diese italienischen oder fast alle gebrüllt haben, die Sänger. Da hat er also ganz klar gemacht, es muss sechs Piano sein. Geflüstert. Und so gegen den Tenor, der da an der Rampe steht und nur seine Stimme abliefert, gegen den waren Sie immer, nicht? Ja, finde ich, ja. Ja, ich finde es auch. Das ist doch ein Konzert im Kostüm, nicht wahr? Sehr gut. Ihr Verhältnis zum Wort, Herr Gedder, interessiert mich. Sie haben mal gesagt, jedes Komma muss man interpretieren. Ja. Ja, viele Ihrer Kollegen tun das nicht. Naja, ich meine auch doch viele. Und dabei die meisten, die Lieder singen, nicht wahr? Der große russische Lehrer und Theatermann Stanislavski hat in seinem Opernstudio mit seinen Schülern, Gesangsschülern, immer mit russischen Romanzen angefangen. Da hat er ganz recht gehabt. Bei der Romanze muss man, oder Lied, russisches Lied, muss man interpretieren, muss man Schattierungen machen, muss man an das Wort denken, nicht wahr? Ja. Man kann es nicht wie eine Arie singen. Und dabei lernt man, nicht wahr? Und die Konsonanten muss man verstehen können. Da kommt die Diktion. Die müssen gehört werden. Und ich finde, jetzt, dass ich also angefangen habe mit Unterricht, die Konsonanten helfen ja beim Gesang, dem Sänger helfen die. Aber gerade wie schwer Lied ist. Sie haben so viel unbekanntes Lied gut gesungen, was man gar nicht kannte. Aber auch das Schwierigste, glaube ich, ist das Schubert-Lied immer noch, nicht? Oder? Ja, Schumann, Schubert. Lieber Herr Gedder, was haben Sie Herrn Oehmann vorgesungen damals, bevor er Sie angenommen hat? Ich glaube, es war Una furtiva lagrima. Ich finde, das sollten wir jetzt hören. Ja. Una furtiva lagrima, Donizetti, Liebestrank. Una furtiva lacrima negli occhi suoi spuntò.
Die zweite Strophe hören wir heute nicht. Lieber Gedder, Ihr Verhältnis zum Dirigenten. Sie haben mit so vielen Dirigenten gearbeitet. Ja. Wie war Ihr Verhältnis? Haben Sie viel Streit gehabt? Oder? Nein, überhaupt nicht. Nein, nie Streit. Aber ich hatte die größte Bewunderung für die Eltern. Ich hatte das Glück, mit Maestro Karajan anzufangen. Ich hatte das Glück mit so einer wie Dobroven, den habe ich schon erwähnt. Aber ich hatte das Glück, auch ganz jung mit so einer wie Sir Thomas Beecham zu singen. Clutens haben Sie, glaube ich. Clutens, mit Klemperer. Die schönsten Erinnerungen waren mit Otto Maestro Klemperer. Auch die Geschichten über ihn. Die Geschichten über ihn, wunderbar. Ganz, ganz großartig. Giulini haben Sie, glaube ich, gearbeitet. Sehr, ja, ja. Roginski, Makewitsch haben wir schon erwähnt. Genau. Bei Beecham wird ihm doch immer so nachgesagt, sein Sarkasmus. Waren Sie nicht bei der Geschichte dabei, als mal ein Kinderchor auftrat? Ja, er hat sie gehen lassen. Er wollte sie, die sahen, er hat sie nicht einmal gehört. Für ihn sahen sie zu blöd aus. Ja, they look too stupid, hieß es. Yes, they look too stupid, ja. Das waren ja, diese. Aber ja. Sie lagen nicht im Kampf mit Dirigenten? Nein, nie. Nie. Ich glaube. Mit denjenigen, ich habe ja das, wie gesagt, das Glück gehabt, mit den Großen zu singen. Und die hatten immer recht, fand ich. Ich habe die Bewunderung gehabt, und ich war immer flexibel. Und sie waren, glaube ich, mit mir zufrieden, weil Maestro Klemperer hat mich immer geholt und so, und die anderen auch. Ich fürchte, ich komme jetzt zu einem Berufsstand, meinem eigenen nämlich, wo es nicht immer so ganz glatt ging, der mit Regisseuren war. Naja, also doch, also ja. Glatt ging es schon, aber es waren Enttäuschungen, nicht wahr? Ich glaube, einer der allergrößten war eine Neuinszenierung von Glucks Orpheus in Paris. Das war die Eröffnung von Ära Liebermann. Rolf Liebermann. Und ich freute mich so, dass ein großer französischer Kinoregisseur, Cineast, René Clair, das machen sollte. Ich war immer schon seit meinen jungen Schuljahren in den französischen Film verliebt. Ich habe die alle alten gesehen und auch von René Clair. Und dann auf einmal kommt diese Meldung, dass wir singen. Wir machen den Orpheus mit René Clair. Das war für mich eine enorme, enorme Aufgabe. Und ich habe mich so gefreut. Und wir kommen zu den ersten Proben und wir sehen diesen großen Mann völlig verloren. Kann man sagen. Ja. Wir warten auf ein Zeichen. Also Stil, was machen wir? Machen wir das? Ja. Oder machen wir das? Nichts. Sie können machen, was Sie wollen. Er war vom Raum, also von der Bühne, von der großen Bühne, er hat Angst gehabt, glaube ich. Es war ganz anders als die Intimität eines Filmes. Er war verloren und der Dirigent Harold Rosenthal, glaube ich. Nee, nicht Harold, Manuel Rosenthal, sagte uns, also Kinder, wir waren ja nur drei Solisten, Kinder, es ist so, dass es ein großer Fehler, der große Mann kann hier nichts anfangen, weiß nichts, was zu machen. Wir machen das Beste und ich glaube, wir haben das mit unseren Stimmen gerettet. Ich war in der Premiere drin, ich habe es gesehen. Gehe ich nicht fehl in der Annahme,
Ich habe in New York gesehen, Ihre, was war das, was Sie mit Barrault gemacht haben? Carmen, nicht, oder? Carmen, ja. War auch eine große Enttäuschung. War eine große Enttäuschung? Ja, enorme Enttäuschung. Der große Schauspieler. Ja. Er war aber nicht, gar nicht geholfen von der Inszenierung. Gar nicht. Nein. War das diese Zeit, wo Bing ihn gezwungen hat, vor den Vorhang zu gehen? Ja, war das, ja, das, diese, das war ganz traurig. Ja. War traurig. Noch eine ganz große Enttäuschung hier in Deutschland. In der Hamburger Oper hat Rolf Liebermann mit dem großen Ustinov, Peter, ja, Ustinov, eine Inszenierung von der Zauberflöte gemacht. Ich habe ihn dir gesungen, er hat mich auch engagiert, der Professor Liebermann, für eine Fernsehaufnahme, einen Film davon. Und es sollte mit Peter Ustinov als Papageno sein. Ja. Nicht wahr? Und es wurde dann verzögert. Ich glaube, dass der eine Dirigent von den anderen nach dem anderen sind, haben dann davon, also weggelaufen, ja, wollten das nicht machen. Die wollten eine Stimme für Papageno, eine richtige Opernstimme, das, was Peter Ustinov nicht hatte. Aber er hat eine Stimme. Natürlich. Er hat gesungen. Ja. Ich fand das also ganz traurig, weil mit ihm als Regisseur und als Papageno, Schikaneder, der erste Papageno, war doch ein Schauspieler. Habe ich recht? Ganz richtig. Also, ich fand das so schade. Ich habe nichts gegen den lieben Kollegen, wer war das? William Workman, glaube ich. Workman, ein amerikanischer, sehr tüchtiger, ja, Bariton. Aber die Persönlichkeit von Peter Ustinov fehlte. Das wäre dann, glaube ich, wenn er dabei wäre, wäre es schon eine ganz fantastische Sache. Und eine Rivalität hätte es schon mit der berühmten, so, Firma von Ingmar Bergman, nicht wahr? Aber mit Dexter haben Sie gut gearbeitet. Und Wunderbar. Aber vor allem mit Chéreau haben Sie Hoffmanns Erzählungen gemacht. Ja, Chéreau war keine Enttäuschung. Im Gegenteil, das war ein großartiger Theatermann. Nur war er mit allem zu spät. Das war alles verspätet. Ja. Übrigens, wir haben die Geschichte nicht zu Ende erzählt mit Barrault, als Bing ihn zwang oder gebeten hat, vor den Vorhang zu gehen und als dieses 4000-fache Buh. Ja, das ist so peinlich, daran zu denken, dass ich weine fast. Ich habe einiges einmal erlebt. Ich habe am Anfang, als ich in den Kammerspielen hier Intendant war, habe ich Anoui gewinnen können, eine Regie zu machen über Kinder an der Macht. Mm. Und ich war überzeugt, es würde ein Triumph für uns und für Anoui werden. Und ich habe Anoui gezwungen, vor den Vorhang zu gehen und das ganze Theater hat gebuht. Das ist peinlich. Und er hat mir bis zu seinem Tod übel genommen. Das ist furchtbar. Aber das sind diese Enttäuschungen. Mit Minotti haben Sie auch gearbeitet, nicht? Ja, das war wunderbar. Ja. Wunderbarer Theatermann, großartiger Regisseur und feiner Komponist. Etwas müssen Sie sagen. Sie haben aber den Spruch getan, wenn ich sehe, was die Regie heute an den Theatern anrichtet, bin ich froh, weg zu sein. Ein bisschen. Was ist so furchtbar? Was ist so furchtbar? Also ich glaube am meisten, wo ich reagiere am meisten, wenn die Regisseure gegen die Musik sind. Zum Beispiel ein Faust, also Margarete an der Pariser Oper, wo es bei Gounod doch alles da ist, musikalisch. Eine Charakteristik des Teufels und Faust und was er, dieser Regisseur, da gemacht hat, das war wirklich ein Skandal, nicht wahr? Es war so, und ich bin auch der Meinung, man kann ja sagen, na, warum machst du das dann? Warum bist du drin? Warum gehst du nicht weg? Ja, aber wenn wir Sänger den Vertrag bekommen und man sagt uns nicht, wer ist der Regisseur, man sagt uns am meisten, wer dirigiert. Und das ist meistens in Ordnung. Aber wenn man ins Theater kommt zu der ersten Probe, ist doch die ganze Inszenierung schon klar. Alles ist gebaut. Fertig. Ja. Nicht wahr? Fertig? Ja. Und wenn man dann sagt, nö, in dieser kann ich nicht singen, das kann ich gar nicht singen, das ist zu spät. Dann ich also
bin wie ich gesagt habe, ein flexibler Mann. Und ich finde, ich hätte das Theater in eine furchtbare Situation setzen können. Nicht wahr? Es ist zu spät dann raus. Herr Geda, Sie meinen aber nicht das Ungewöhnliche scheuen. Ihre Arbeit mit Dexter, mit Chiro, beweist ja, dass Sie nicht das Ungewöhnliche scheuen. Sie sagen nur das, was konträr zur Musik ist. Ja, das und auch, wenn im Faust die dritte Szene, die schöne Gartenszene, nicht wahr, völlig zerstört ist von der Bühne her, dass die Leute fangen an der Paris-Oper zu reagieren, negativ zu reagieren. Und da spielt diese herrliche Musik. Sie reagieren mit Buhrufe und wie die Franzosen ganz offen affreux schreien, schrecklich, nicht wahr? Ja. Dann wird, für mich ist ein Theater, der Theaterraum ist ein Tempel. Und man soll sich wie in einem Tempel sich auch benehmen. Das kann man von einem südländischen Publikum nicht verlangen. Nein, in der Kirche benehmen aber die sich auch nicht. Aber ich war also so empört und so schockiert, weil ich musste ja diese große Arie Salut de Meure, Chasse de Pure singen mit dem hohen C. Ich habe das kaum singen können. Ich war so empört. Es war völlig für mich ein Schock. Wie war Ihr Verhältnis zu den Kollegen? Immer gut, immer gut. Ich als Tenor und als Kollege fanden auf jeden Fall die Sopranisten, dass ich sehr bequem bin, kann man sagen, weil ich kein Kleiner bin, sondern mit einer Joan Sutherland oder was weiß ich, die anderen auch, die hatten mich sehr gern. Ein gestandenes Mannsbild. Ja. Als optisch war es anständig. Sie haben so lobend über Frau Nielsen, die übrigens die erste in unserer Reihe war von Da Capo, mit der haben wir begonnen vor 20 Sendungen, mit der haben Sie so viel Lobendes gesagt und auch in der Technik, während Sie bei Maria Callas sagten, sie hätte doch zu viel Schweres zu schnell nacheinander gesungen. Ist das? Ja, das ist eine Tatsache, dass sie so also für eine lyrische Stimme, obwohl sie am Anfang doch eine Isolde, glaube ich, gesungen hat, aber sie hat dann klare Koloraturrollen, ausgesprochene Koloraturrollen gesungen wie Lucia de Lammermoor. Und ich glaube, sie hat das gemischt mit Lady Macbeth. Lady Macbeth, ja. Das kann nicht lange dauern. Das kann auch die beste Technik nicht damit weitergehen. Aber ich möchte gerne, dass unsere Zuhörer und Zuschauer etwas hören, was Sie gesungen haben, Massenet, nämlich den Werther. Mhm. Sie haben mal gesagt, es ist leider nicht von Goethe mehr, deine Oper. Aber wir hören. Ja.